Wird das schon gefilmt? Das kann nicht sein. Selbstverständlich. Deswegen sind wir ja hier. Dabei will er uns erstmal gar nichts über Borsfleet erzählen. Dafür über sein Spielzeug. Das hier mit 4 Rädern. Also einpacken könnte ich hiermit schon mal nicht. Sie dürfen ihn gerne mal hören. Ja. Wie Sie festgestellt haben, sind wir ja Biker, ja. V8-Fan, Ami-Fans. Und standesgemäß muss das natürlich ein bisschen Gas geben. Ich komme gar nicht ran. Rechts. Ich komme überhaupt nicht ran. Ich komme nur einmal nach vorne. Ja, ich mach das. Standesgemäß muss es. Macht der Ton das mit? Ja. Muss das ein V8 Diesel sein? Ja. Lief nicht? Ja. Ja, finde ich auch. In 4 Wochen muss die Karre aber sowas von laufen. 7500 Kilometer bei einer Rallye um die Ostsee. 16 Tage, 10 Länder. Ja. Moin, moin. Moin. Vera Förster. Und Sie freuen sich, dass wir da sind? Ja, schön, ist auch, finde ich gut. Ja? Ja. Dann haben Sie uns bestimmt ganz viele tolle Sachen zu erzählen. Ja, Mensch, erzählen gerade, aber hier in Boston ist das wunderschön, herrlich zu leben. Wir wohnen hier, also das Dorf ist so schön. Ja. Was ist denn schön? Ja, alles, alles hier rundherum. Wir haben so viel Grün, wir haben Vereine, wir haben, ja. Ich finde Boston herrlich, ja, ganz einfach. Das sagt er nicht nur so, da ist wirklich was dran. Da hätten wir diese Klinkerstraße, die letzte im Kreis Steinburg. Außerdem ist Borsfleet durchzogen von Wettern, der Kremperau und an der Stör liegt die Gemeinde ja auch noch. Und dann gab es hier einen Deichbruch und dann hat man das einmalig, mindestens in Deutschland, wenn nicht ganz auf der Welt, dass dann um den Bruch drumherum so ein Kesseldeich gebaut wurde. Ja, also das heißt, dieser Bogen hier ist sozusagen um die Bruchstelle drumherum gebaut worden, ja. Um dann da den Deichbruch abzusichern. Wie ist es hier für einen neu zugezogenen? Wie sind die Alteingesessenen? Empfangen die einen direkt freundlich oder ist erstmal so, mit Neuen wollen wir nichts zu tun haben? Nee. Man wird erst sehr herzlich aufgenommen und dann wird aber geguckt, was ist das für einer? Das finde ich eine ganz gesunde Einstellung eigentlich. Ja. Erstmal Offenheit signalisieren und dann mal gucken, hält er auch das, was er gerade da versprochen hat. Er hat sich wohl ganz gut angestellt, ist mittlerweile nämlich sogar Vorsitzender vom Sportschipperverein und stellt uns gleich den Hafenmeister vor. Was verstecken Sie sich da drin? Ist Ihnen zu kalt? Ja, es ist saukalt. Ziehen Sie mal was an. Ich habe keine Jacke mit. Ah. Nein, ich verstecke mich nicht. Was haben Sie denn da zu tun? Ich nehme die Schiffe hier an, die dann reinkommen und helfen noch beim Anlegen oder. Aber jetzt gerade so ist. Im Moment ist es ein bisschen flau, weil es ist zu viel Wind. Ne? Und ist auch gegen die Tide. Genau. Ja. Da kommt das. Jetzt fängt es an abzulaufen und dann fahren die in Hamburg los. Ja. Ne? Und dann in 6 Stunden wird das hier voll. Zumindest wenn es so läuft wie vergangenes Wochenende. Da lagen dann 100 Boote im Hafen. Ist ja auch schön hier in Borsfleet.